Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Video, was ein bisschen was anderes ist, beziehungsweise eigentlich das, was es ja alles mal war. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir so ein kleines Tutorial machen, Richtung Herbst-Make-up, was Schönes, Alltagstaugliches, Fokus auf die Haut, Fokus auf die Augen und Fokus darauf, dass ich euch die Schritte genau erkläre. Meistens ist es so, dass in diesen Tutorials keiner zuguckt. Wird wahrscheinlich hier auch so sein, ist mir aber egal. Ich möchte den Leuten, die das gerne gucken wollen und gerne auch was mitnehmen wollen aus so einem Video, auch die Zeit geben und die Möglichkeit geben, dass wir so ein bisschen was gemeinsam schminken können. Und ihr könnt sehen, ich habe ein bisschen Pflege drauf, ein bisschen Color Correction unter den Augen und ich möchte auch gleich loslegen. Alle Produkte, die ich hier habe, sind eine gute Mischung aus Drogerie und High-End. Ihr könnt natürlich auch eure Drogerieprodukte benutzen. Ihr könnt auch andere Farben benutzen. Aber ich habe ein Foto gesehen von einer Zuschauerin, auf dem sie mich markiert hat. Und ich fand, das ist so ein wunderschönes Bild gewesen und so ein schöner Look, dass ich mir gedacht habe, Mensch, den schminke ich mit euch nach. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich öfter so ein Tutorial-Video machen soll, wo ich euch einfach ein paar Steps erkläre, wie ich was mache, damit ihr ein anderes Ergebnis erzielen könnt, als das, was ihr vielleicht schon erzählt. Und ich kriege ganz oft die Nachricht, hey, kannst du mir mal erklären, wie du das und das und das machst? Und ich würde das total gerne mehr in diese Videos einbauen. Ich sehe aber tatsächlich an meinen Analytics, dass an Parts, wo ich viel erkläre, die Leute abschalten. Und das ist natürlich doof, aber heute ist es egal. Heute mache ich mit euch ein wunderschönes Herbst-Make-up. Meine Pflege habe ich schon drauf. Ich glaube, ihr könnt euch denken, was es ist. Es ist einmal von Balea hier das Vital Intensiv Serum und zusätzlich das Balea Med Ultra Sensitive Intensiv Urea Creme Ding. Die Kombination macht diesen Glow auf der Haut und I stan. Was zusätzlich noch on top mit drauf kommt, ist von L'Oreal das Age Perfect Luminous BB Cream getönte Tagescreme. Ich finde den Begriff getönte Tagescreme so ein bisschen irreführend, weil es ist absolut gar nicht getönt. Es hat eigentlich nur ein bisschen Schimmer. Finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm, aber nur damit ihr es wisst. Also ich würde mir das nicht kaufen, wenn ich Deckkraft haben möchte. Das gibt der Haut aber einfach schon mal so ein bisschen Glow, ein bisschen Pflege nochmal mit drin und ich finde, man kriegt dann so nach ein paar Stunden, wenn das Make-up so ein bisschen auf der Haut schon saß, den Glow einfach schon mal mit durch. Und die Haut sieht einfach ein bisschen frischer aus. Ich mag es total gerne. Und wenn ihr eine sehr, sehr gute Haut habt, könnt ihr euch eigentlich nur das auftragen. Vielleicht ein bisschen Concealer, so ein paar Unreinheiten abdecken. Richtig, richtig schön. Ich möchte heute als erstes mit den Augen anfangen, denn ich benutze ein paar Produkte, die eventuell ein bisschen Kickback haben. Und ich weiß, dass viele von euch auch mit den Augen anfangen. Deswegen tun wir das. Um meine Augenbrauen schon mal so ein bisschen vorzubereiten, gehe ich jetzt hier einfach mit dem Precisely My Brow durch. Schraube den so ein bisschen raus und dann wirklich nur in so strichförmigen Bewegungen gehe ich hier durch die Augenbraue durch und fülle schon mal grob die Form aus. Das muss jetzt nicht sauber sein, denn dadurch, dass ihr noch nichts auf der Haut habt, könnt ihr immer wieder hier wegwischen. Und hier unten gehe ich auch direkt lang. Wie gesagt, also ich fange mit den Augenbrauen immer recht messy an und arbeite dann, wenn ich die Augen zuerst mache, mit Concealer danach. Die komplette Korrektur der Augenbrauen machen wir dann auch am Ende. Das ist jetzt wirklich nur, um so ein bisschen die Dimension zu haben. Und wir primen auch unser Lid. Und das mache ich am liebsten wirklich mit dem Be Perfect Eyeshadow Primer. Und da der eine Deckkraft hat, kann ich direkt damit die Augenbraue ausschneiden. Ich probiere auch heute so ein bisschen darauf zu achten, dass das Ganze fototauglich ist. Das heißt, ihr werdet bei der Base nachher sehen, dass ich sehr wenig Puder benutze. Ich sehe im Moment bei Instagram total oft so wunderschöne Skin-Retusche, also Photoshop-Retusche. Und ich möchte das auch gerne lernen. Nicht einfach, weil ich unbedingt diese perfekte Instagram-Photoshop-Haut haben möchte, sondern ich möchte diese Technik einfach lernen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, seitdem ich selbstständig bin und für mich selber arbeite und es niemand kontrolliert, ob ich irgendwie mich verbessere oder verändere oder Erfolge bringe. Also ich sehe halt meine Erfolge anhand der Zahlen, die ich mache, aber ich habe halt niemanden, der sagt, hey, wir haben ein neues Ziel dieses Jahr, was du erreichen möchtest. Und mein Ziel für nächstes Jahr als mein eigener Boss ist tatsächlich Photoshop Skin-Retusche, also Hautretusche, so gut zu lernen, dass man es fast schon verkaufen könnte. Ich würde es natürlich nicht machen, aber ich möchte es auf einem Level haben, wo man sagt, boah, krass. Ich habe hier von Catrice, das sind so kleine Eye-Tapes. Damit kann man
hier hinkleben und die Form des Lidschattens schon mal so ein bisschen scharf machen. Ihr könnt auch natürlich Tesafilm oder Washi-Tape oder was auch immer ihr wollt benutzen. Ich finde, die Dinger sind aber sehr gut, weil selbst wenn man die Foundation schon drauf hat, wenn man es vergessen hat oder sonst was, es nimmt die Foundation nicht ab. Und guckt unbedingt darauf, dass das Ganze gerade ist. So, Regel ist ungefähr, dass die Spitze der Augenbraue dann auch hier abschließt. Also hier tut es nicht, deswegen kann ich hier nochmal so ein bisschen lang gehen. Ihr könnt damit aber euer Gesicht total gut liften. Und ihr seht, der Primer ist schon so ganz leicht angesettet. Und ich fange auch gleich an mit der Natasha Denona Camel Palette. Ich gehe dafür in die Farbe hier oben. Das ist aktuell so meine liebste Lidschattenfarbe. Und die setze ich mich hier hin schon mal. Und fange hier außen wirklich an und blende dann hoch. Dadurch, dass die Base halt noch extrem feucht ist, müsst ihr so ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr nicht zu viel Pigment habt und direkt ausblendet, weil sonst settet ihr mit dem Lidschatten die Base und ihr kriegt das einfach nicht mehr gut verblendet. Ich baue mir die Farbe richtig schön auf. Also das ist tatsächlich die dunkelste Farbe, die wir in diesem Look benutzen. Es wird ein sehr softer, aber trotzdem herbstlicher Look und ich freue mich so auf die Base, denn ich habe eine Palette wiedergefunden, eine Face-Palette und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich dachte, ich habe sie weggemacht. Stempel mir das Pigment auch schon mal hier direkt aufs Lid. Ihr könnt dann hier nochmal ein bisschen mit einer dunkleren Farbe einfach reingehen, wenn ihr es wirklich noch dunkler haben möchtet. Ich finde, es reicht aber für heute. Ich habe auch probiert, in diesem Video Farben zu benutzen, die eigentlich jeder zu Hause haben sollte. Einen schönen braunen Lidschatten hat jeder, einen gelben Lidschatten hat jeder. Ich mache das Ganze aber jetzt so ein bisschen, ja, YouTuber-Style so. Ich habe übrigens jetzt auch einen sauberen Pinsel genommen und blende die Farbe schon mal gut aus. Und jetzt wechsle ich immer so ein bisschen hin und her mit dem Pinsel, einfach um die Crease nochmal so ein bisschen zu verdunkeln. Und ihr seht, ich gehe direkt bis hier vorne hin. Und dann nehme ich wieder den sauberen Pinsel und blende das Ganze aus. Jetzt wird spannend, denn jetzt kommt tatsächlich auch schon Farbe ins Spiel und ich habe hier von Beauty Bay und Mimimi Mitchell die Palette. Ich mag die eigentlich ganz gerne, es ist nur damals ein Lidschatten kaputt gegangen und ihr seht, die sieht aus wie Sau. Also ich benutze sie schon gerne, aber sie ist so ein bisschen sehr pudrig. Ich nehme den Pinsel von eben, mit dem ich ausgeblendet habe, das heißt, da ist noch so ein bisschen braun dran und gehe in die Farbe Mixer. Das ist so ein Ocker-Orange-Gelb, lopfe ab und gehe dann hier einfach über die Kante. Und ihr habt dann das Ganze so ein bisschen, ja, herbstlicher direkt gemacht. Ihr könnt natürlich auch noch das Gelb hier oben so ein bisschen reinmischen. Dann habt ihr halt so einen richtigen gelben Look. Das passt dann so ein bisschen besser zu meinem meinem Hoodie hier heute. Muss nicht sein. Ich finde so ein bisschen herbstlicher, so orange, braun ist ganz schön. Weiter geht es mit einer Cut Crease. Und ich wollte heute mal was ausprobieren. Es könnte klappen, es könnte nicht klappen. Ich habe nämlich hier von Liefel Cosmetics. Das ist eigentlich ein Eyeliner. Und damit wollte ich mir heute mal eine Cut Crease ziehen. Der ist sehr, sehr gelb. Wir benutzen den aber nur als Base so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob man den nass machen muss. Ich gehe jetzt hier einfach mal rein und nehme mir das Pigment raus. Und ihr seht schon, das ist schon echt gelb. Wir decken das Ganze aber eh gleich wieder so ein bisschen ab. Und jetzt ziehen wir uns damit einfach schon mal eine Cut Crease. Es gibt von P. Louise, glaube ich, heißt die gute, auch Lidschatten, so Creme-Lidschatten, Bases in Farbe. Das heißt, ihr müsst nicht mit so einem Eyeliner hier lang gehen. Ihr könnt das Ganze auch mit einem Concealer machen. Ich wollte aber schon mal so eine Grundfarbe gelb mit drin haben. Ich finde, die Farben, die ich dann raufgebe, die poppen dann so ein bisschen mehr. Ist ganz cool. Und außen hin blende ich das Ganze dann schon mal so ein bisschen mit meinem Finger aus. Das lässt sich tatsächlich gut verblenden. Und dann nehme ich mir einen flachen, sauberen Pinsel, gehe... Wo ist denn die Palette? Wo ist sie? Hä? Hä? Ich habe die Palette doch eben gehabt. Habe ich jetzt völlig den Verstand verloren? Und dann gehe ich in das Orange hier und mische das so ein bisschen mit dem Gelb. Klopf ab und setz mir das hier einfach nur rüber. Das Gelb kommt dann einfach viel, viel schöner raus. Wow. Oh, ich lieb's. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schön aussehen wird. Geh vorne nochmal in das Gelb. Wenn ihr ganz lustig seid, könnt ihr mit so einem ganz feinen Eyeliner-Brush nochmal in das Braun gehen. Und hier die Cut Crease einfach nochmal so ein bisschen intensivieren. Dadurch erzeugt ihr nochmal so einen Kontrast. Und die Cut Crease sieht noch schärfer aus. Das ist aber wirklich, wenn man ganz viel Zeit und Langeweile hat. Und jetzt können wir einfach diese Klebchen hier
abziehen und ihr habt so eine extrem scharfe Kante. So, jetzt seid ihr auch schön da dran. Wir machen jetzt einfach weiter mit der Base. Wir lassen uns jetzt, ihr könnt jetzt hier bleiben. Als Foundation nehme ich die Wet n Wild Dewy Foundation. Ich habe die jetzt hier in der Farbe Soft Beige. Die ist ein bisschen hell, aber wir dunkeln das Ganze nachher mit Cream Bronzing und so ab. Denn ich setze meine Base heute nicht. Und jetzt könnt ihr hier so ein bisschen direkt damit schon mal hier hochgehen. Dann nehme ich meinen Brush und stempel mir das Ganze hier schon mal hin. Und ich lasse mir wirklich Zeit, meine Foundation heute einzuarbeiten, denn ich möchte, dass das Ganze sehr hautfokussiert ist. Der Look war zwar doch jetzt ein bisschen aufwendiger, ist aber ein sehr softer Look. Das heißt also, er wird am Ende, wenn eure Base fertig ist, nicht mehr so im Vordergrund stehen. An meinen Augenbrauen gehe ich mit einem Pinsel lang und schneide die hier auch gleich nochmal so ein bisschen aus. Weil ich finde, wenn man die Augenbrauen schon drauf hat, dann Foundation ist immer super tricky, dass man nicht zu viel Foundation in der Augenbraue hat. Und dann könnt ihr hier die Kante auch gleich noch so ein bisschen mit hochziehen. Wisst ihr, wie spät es ist? Sonntag, 6.20 Uhr, lieben mein Leben. Gehe dann einfach mit meinem Beauty-Schwamm hier rüber und arbeite mir den Rest einfach nochmal so ein bisschen ein. Das sorgt dafür, dass das Ganze noch so ein bisschen schöner mit der Haut verschmilzt und etwas weicher aussieht. Und ich glaube, ihr könnt den Effekt auf der Haut sehen. Ne? Also es ist schon recht speckig. Ich liebe es aber. Wir nehmen den Nabla-Concealer und jetzt wird spannend. Hier direkt unter die Augen. Und dann hier die Kante hoch. Und das Ganze lassen wir jetzt ein kleines bisschen setten. Und in der Zwischenzeit machen wir ein bisschen Cream Bronzing. Ich habe hier von Fenty den in der Farbe Macchiato 03. Und ich nehme einen Puderpinsel dazu. Und ich finde, es sieht viel, viel schöner aus, wenn man mit einem Puderpinsel arbeitet, weil ihr das dann einfach so richtig schön aufstempeln könnt. Ich blende meinen Concealer auch mit meinem Schwamm aus und da müsst ihr jetzt ein bisschen vorsichtig sein, dass wir hier wirklich nicht zu nah an die Kante kommen mehr. Es sieht verrückt aus. Aber ihr seht sofort, dass das Ganze extrem nach hinten geliftet wird, ne? Und das ist ja der Effekt, den wir wollen. Wir wollen nichts, was nach unten geht. Ich benutze als Cremeprodukt hier aus der Natasha Denona Bronze Palette den Ton hier oben. Und den setze ich mir einfach schon mal hier ganz leicht so als Blush hin. Der ist so ein bisschen orangefarbener und bereitet die Haut auf den Blush, den wir gleich benutzen, vor. Und gibt schon mal so ein bisschen Dimension wieder. Also ihr seht, das kommt jetzt alles langsam zusammen. Ich sette das Ganze ganz leicht mit meinem Schwamm. Ich gehe nochmal hier durch, nehme die Creases weg. Und gehe dann einfach in das Wet n Wild Puder hier. Ich finde, das passt ganz gut zur Foundation. Damit kann man schon mal so ein bisschen setten. Viel mehr möchte ich meine Base aber auch gar nicht setten. Ich finde, dieser Glow sieht einfach so schön aus und ich möchte den nicht verlieren. Aber Freunde, ratet mal, haltet das Video jetzt mal an und ratet bitte, welchen Blush ich benutzen möchte. Die Essence Fall Back into Nature Palette. Ich habe sie so vermisst. Es ist einfach die schönste Palette, die schönste Blush-Palette überhaupt. Ich nehme einen Pinsel, der ist aus dem Kiso Pinsel Set, ich mag das total gerne. Und ich gehe in die Farbe Little Pumpkin, das ist so ein Gelb. Und also so die mittleren drei und dann hier hoch. Und habe dann den Pinsel voll, klopf ab und dann gehe ich einfach hier rüber. Und ihr habt so einen Touch of orangenen Blush und ein bisschen Rot und ein bisschen Glow. Ich habe mich eben so gefreut, als ich die Palette gefunden habe wieder. Weil das ist der perfekte Herbstblush. Vor allen Dingen hier dieses Orange und oh. Ich frage mich, ob Essence dieses Jahr nochmal eine Herbst-LE macht. Hupala, ich glaube nicht. Aber Blush und Glow ist iconic. Als Highlighter möchte ich zwei verschiedene benutzen. Und zwar habe ich hier einmal von Catrice den Glow Mineral Highlighter. Und den trage ich mit einem recht großen Pinsel auf. Gehe hier so ein bisschen rein, klopf ab und dann gehe ich hiermit einfach über meine Stirn, denn ich möchte so ein bisschen so ein fototaugliches Make-up haben und dadurch wird das Ganze so ein bisschen glowy, aber trotzdem gesettet. Ist ganz verrückt, aber ihr seht sofort den Effekt. Und ich möchte noch den Fenty Cognac Candy Diamond Bomb Highlighter benutzen. Ich gehe dazu einfach mit dem Pinsel hier von Kiso mit rein, lade den Pinsel gut auf und dann geben wir das hier einfach so ein bisschen rüber. Ihr werdet davon jetzt nicht mehr viel sehen. Ich finde, wenn man aber so ran, ganz nah rankommt, sieht man immer so ein bisschen diese cognacfarbene Reflexion. Und das passt so schön zu dem Blush. Mach den Pinsel so ein bisschen sauber und geh dann nochmal in das Orange und blende das damit ganz leicht aus. Mein Inner Corner Highlight wird hier einmal aus der Natasha Palette der Ton
Und so sieht das Augen-Make-up fertig aus. Schaut euch bitte meine Base an, Freunde. La la. Glow, herbstlich, mega, mega schön. Ich würde einmal ganz kurz Lashes drauf machen, Augenbrauen fertig machen und bin gleich wieder zurück. Die Lashes trocknen einmal so ein bisschen an. Ich wollte aber ein Lippenprodukt ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es dazu passt. Ich vermute nicht. Aber wir probieren es aus. Das ist von NYX die Farbe Modern Soul. Das ist so ein Slip Tease Lip Lacquer. Ich liebe das Füßchen. Ja, okay, iconic. Wow. Und das, Freunde, ist einmal der herbstliche Make-up-Look im Tutorial-Style. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, euch gefällt der Look und vielleicht schminkt ihr ihn ja auch nach. Schaut auf jeden Fall bei der lieben Zuschauerin vorbei. Ich setze ihr Konto einmal unten in die Infobox. Ich liebe diesen Look. Vielleicht habt ihr davon ja schon ein Foto bei Instagram gesehen. Ansonsten hüpft einmal schnell rüber zu Instagram und lasst ein bisschen Liebe da. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf!